Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Heute-Show. Oder sagen wir zur Nachtausgabe der Heute-Show. Vielen Dank, sehr freundlich. Deutschland, Irland deswegen wieder ein Tick später. So, jetzt aber Ihnen erstmal herzlichen Glückwunsch zu Hause und auch hier im Studio. Haben Sie das überhaupt mitgekriegt? Die EU, also wir alle, bekommen den Friedensnobelpreis. Yay, meine Damen und Herren! Ja! Den Friedensnobelpreis. Das nennt man wirklich mal Ironie der Geschichte. Denn damit hat das Nobelpreiskomitee auch die Deutschen ausgezeichnet. Ich wiederhole, die Deutschen kriegen den Friedensnobelpreis. Hitler sitzt in der Hölle und heult, meine Damen und Herren. Ja, warum? Stalin lacht mich aus. Statt sich einfach mal mitzufreuen. Denn es gibt, haben wir nachgeguckt, ungefähr 930.000 Euro Preisgeld. Das macht bei, 502 Millionen EU-Bürgern, Sekunde, drei im Sinn, 0,185 Cent für jeden. Wir sind alle reich! Ja! Ja! 0,185 Cent für jeden. Und diese 0, irgendwas Cent, die können wir, Achtung, Überleitung, auch verdammt gut gebrauchen. Denn seit dieser Woche ist es amtlich. Strom wird deutlich teurer, liebe Zuschauer. Und zwar nicht wegen der normalen Abzocke durch die Stromkonzerne, an die wir uns ja längst gewöhnt haben. Nein, wegen der Umlage für die erneuerbaren Energien. Mit 5,3 Cent pro Kilowattstunde stößt unser Strompreis 2013 in Dimensionen vor, die noch kein Strompreis zuvor je gesehen hat. Ja. Was sagst du dazu, Herr Umweltminister? Ja, also, das ist völlig richtig. Schöner hätte ich es auch nicht zusammenfassen können. Aber warte mal, da fällt mir ein, hat mir nicht noch letztes Jahr irgend so ein Haiopai kackdreist versprochen, die EEG-Umlage soll nicht über ihre heutige Größenordnung hinaus steigen? Wer war das noch? Die EEG-Umlage soll nicht über ihre heutige Größenordnung hinaus steigen. Nee, ich komme nicht drauf, schade. Egal. So, wie kommt es denn jetzt zu dieser Umlagenerhöhung? Das ist ja die Frage. Ach, Kinder, nee, nicht schon wieder. Irgendwann ist auch mal gut mit den dicken Witzen. Besser. Jetzt ist es Satire, verstehen Sie? Über 5 Cent pro Kilowattstunde. Unter anderem, weil immer mehr Firmen von dieser Umlage befreit werden. Unternehmen, die, so heißt es zumindest, im internationalen Wettbewerb stehen, wie zum Beispiel die Berliner S-Bahn. Die fährt doch nie. Nicht mal national. Wir Verbraucher zahlen fröhlich für die mit und kriegen zur Belohnung kostenlose Scheißtipps wie den hier. Viele Menschen wissen zum Beispiel nicht, wie viel Strom ihr alter Kühlschrank schluckt, wenn er nicht abgetaut ist. Und da wollen wir den Menschen helfen. Danke. Vielen Dank. Ehrlich jetzt. So ein guter Mensch. Ja. Wenn wir dich nicht hätten, Pöter. Riesentipp. Für die 600.000 Haushalte, denen der Strom schon abgestellt wurde, weil sie ihn sich nicht mehr leisten können. Leute, kauft euch doch einen neuen, stromsparenden Kühlschrank. So, ne? Wenn ihr euch den von eurem Hartz-IV-Satz kauft, dann spart ihr sogar doppelt. Denn dann habt ihr kein Geld mehr übrig, um was zu essen zu kaufen. Ne? Ja, also könnt ihr den Kühlschrank ausschalten und spart schon wieder Strom. Cool. Das ist schon durchdacht. Es macht schon alles Sinn, wenn man es zu Ende denkt. Herr Peter, ich will mehr Energiespartipps, jetzt! In Brüssel wird stattdessen weiter fleißig am großen Ziel des Energieeinsparens gearbeitet. In jedem Abgeordnetenbüro geht nach 5 Minuten das Licht aus, wenn man sich nicht rührt. Und bei den deutschen Beamten ist es dann den ganzen Tag dunkel. Verstehen Sie, Beamte bewegen sich und so weiter und so weiter. Nun werden also auch noch Fleisch und Wurst teurer, wegen der EEG-Umlage. So, ab jetzt ist es nicht mehr lustig, Freunde. Fleisch wird teurer? Ich hasse die Energiewende. Natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Wir von der Heute-Show wollen auch Strom sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wie, wo, was, weiß Opi mit Ulrich von Hesen. Ulrich von Hesen! Ulrich,
ich will es wissen. Lassen Sie uns loslegen. Strom sparen ist das Gebot der Stunde. Ja, das stimmt, Welke. Allerdings nur, wenn man so blöd ist wie Sie. Wer schlau ist, schraubt seinen Stromverbrauch natürlich hoch. Verstehen Sie denn nicht? Die Heute-Show muss endlich ein energieintensiver Betrieb werden. Dann werden wir auch von der EEG-Umlage befreit. Ach so, wenn ich richtig viel verbrauche, dann belohnt mich die Regierung. Natürlich. Wenig verbrauchen kann ja jeder. Befreit wird laut Gesetz nur, wer mindestens eine Gigawattstunde im Jahr verbrät. Was? Das sind ja gerade mal 1 Million Kilowattstunden. Das kriegen wir doch hin. Ja, so will ich Sie hören, Welke. Das ist der Spirit. Jetzt machen wir erstmal das Studio heller. Dreh mal die Scheinwerfer auf, du Lampenkasper. Ah. Siehste? Da kommt der alte Stromzähler mal ans Laufen. Ja. Jetzt verstehe ich, deswegen haben Sie hinterm Studio auch diese riesige, künstlich beleuchtete Marihuana-Plantage. Was? Nee, die hatte ich schon immer. Aber hier, ich habe in alle unsere Garderoben die Leselampen einfach durch Solarien ersetzt. Genial, oder? Das haut schon mal voll rein. Super Sache, aber ich finde ganz ehrlich gesagt, Sie haben die Heizung hier drin im Studio ein bisschen zu hoch gedreht. Ja, selbstverständlich habe ich das. Ja, wollen wir jetzt Strom verbrauchen oder sind wir Mädchen? Hm. Außerdem, wenn es zu warm wird, mache ich einfach die Kühlschränke hier auf. Aha. Ja. So. Oh. Ach, haben Sie schon den neuen Aufenthaltsraum für unser Redaktionsteam gesehen? Nein. Hier habe ich in unsere ehemalige Kantine ich das bauen lassen. In die Kantine? Ja. Kantine. Ja, dann muss ich auch fragen, und wo ist jetzt die Kantine? Na, in Düsseldorf. Aber keine Angst, das sind nur 10 Minuten auf der neuen Heute-Show Transrapid-Strecke, die ich habe bauen lassen. Guten Appetit, Kollege. Ja, Respekt. Aber wir sind noch lange nicht bei 1 Million Kilowatt. Dann warten Sie mal ab, was passiert, wenn ich unsere neue Leuchtreklame starte. Achtung! Wow! Ach, das ist doch noch gar nichts! Hier! Wahnsinn! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Ja, aber Moment! Moment! Lassen Sie die Leute ruhig ausrasten, aber laut Zähler fehlt uns noch 1 Kilowatt. Kein Problem. Sekunde. Ja! Offiziell die Heute-Show von der EEG-Umlage befreit. Wir haben es geschafft. Großes Thema diese Woche, liebe Zuschauer, deutsche Politiker und ihre lukrativen Nebentätigkeiten. Ja, bei manchen ist das mit der Politik ja nur noch die Nebentätigkeit. Die schreiben in ihr Poesiealbum, meine Hobbys sind Reiten, Schwimmen, Bundestag. Aufhänger der Debatte natürlich Peer Steinbrück und seine vielen bezahlten Vorträge. Was kommt denn noch alles raus über den Mann? Ich habe mit 14 mal ein Buch geklaut. Und sind Sie erwischt worden? Nee. Cleverer Schachzug, sage ich Ihnen. Verstehen Sie, was er macht? Damit versucht er, sich bei den SPD-Linken einzuschleimen. Ja, natürlich, bei denen gilt Bücherklauen ja als Enteignung des Großkapitals. Ne? Schade nur, dass dem Peer kurz danach wieder was im Kleinhirn durchgeschmort ist. Die Bezahlung ist ganz miese. Ich habe mal ausgerechnet, was ich pro Stunde verdiene, netto. 38,50 Euro als Bundesfinanzminister. Ja, völlig richtig. Wem da nicht die Tränen in die Augen schießen, der hat kein Herz, meine Damen und Herren. Na gut, ich sag mal, wenn er jetzt Spitzenkandidat einer Partei wäre, die für einen Mindestlohn von 8,50 kämpft, dann käme das Scheiße. Ach, ist er? Ja, dann kommt das Scheiße. Ja. Außerdem hat er sich lange geweigert, uns zu verraten, was er für seine Vorträge genau gekriegt hat. Hier, Radiointerview mit Steinbrück. Ich glaube, dass eine gewisse Privatheit gelten muss. Ich glaube, dass es Transparenz nur in Diktaturen gibt. Nein, glaube ich nicht. In Diktaturen ist der Bürger für den Staat transparent. In Demokratien sollte es umgekehrt sein. Das war mal die Idee. Ja? Ist schon ein paar Tage her. Ne? Ja.
Das kann der Per nicht wissen, das ist wirklich schon lange her. Ja, willkommen in Transparenz-Silvanien. Top 10 der Nebenverdiener im Bundestag, Platz 1, Per, ich will mehr Steinbrück. Triumphgeheul natürlich bei Schwarz-Gelb, aber Platz 2 bis 10? Ja! Tja! Ausschließlich Politiker von Union und FDP. Ne. Heute aber, wo auch schwarz-gelbe Politiker aufgefordert sind, alles offenzulegen, verstummen die Liberalen. Nicht einmal der Parteichef will sich äußern. Nee, machen wir nicht. Ich gar bin nicht. Auch kein Abgeordneter, deswegen. Ich bin kein Abgeordneter. Ich bin nur ein ganz kleiner Parteivorsitzender. Weißt du was, ich interessiere mich gar nicht für Politik. Außerdem meinten wir doch gar nicht Nebentätigkeiten allgemein. Wir meinten nur die vom Steinbrück. Ne? Zur verlogenen Transparenzdebatte hören Sie nun einen Kommentar von Gernot Hassknecht, Autor des Abenteuerromans Heuchelei auf der Bounty. Ja, herzlichen Glückwunsch, Union und FDP. Da habt ihr euch ja wirklich mal sauber ins Knie gefickt. Keine Sau hat sich für eure schangeligen Nebenjobs interessiert. Und jetzt fangt ihr mit dem Thema an, ohne Not. Ach Leute, kennt ihr denn nicht das alte Sprichwort? Wer andere mit Scheiße bewirft, muss aufpassen, dass kein Ventilator im Weg steht. Übrigens ist mir das völlig wurscht, was ihr so nebenbei macht. Wenn ihr mit den paar tausend Euro nicht auskommt, die wir euch im Monat zahlen, tragt von mir aus Prospekt für den Pennymarkt aus oder geht auf den Strich. Aber dann steht auch dazu, wie viel Geld von wem. Totale Transparenz. Hier, ich trage sogar transparente Unterhosen. Was soll denn das? Macht sofort meinen Balken transparent, ihr Faschisten! Der Wähler hat ein Recht zu erfahren, wie groß mein... Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren. Ja, das ist mal eine Sache, die der Wähler gar nicht erfahren will, glaube ich. Die Grünen, meine Damen und Herren, suchen weiter ihre Doppelspitze für die Bundestagswahl, und zwar per Urwahl. 15 Kandidaten haben sich beworben bei dieser, sagen wir mal, grünen Castingshow. Und alle Mitglieder dürfen abstimmen. Da heißt es natürlich, mit fetzigen Auftritten unterwürfig um ihre Liebe buhlen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich bin der Darth Vader aus der Heute-Show. Die CSU nennt mich Ökostalinist, aber in Wirklichkeit bin ich einfach Jürgen. Und ich möchte mit euch die nächste Bundestagswahl gewinnen. Hallo? Meine Freunde nennen mich der Jürgen. Leider habe ich keine Freunde. Und ich bin der Oliver. Und ich finde, die Promi-Grünen, ja, die sollen sich nicht immer so in den Vordergrund drängeln bei diesen Veranstaltungen. Sie wissen ja, der Favorit. Was? Treten Sie da an, oder was? Sie wissen ja, der Favorit der Heute-Show, das muss ich gar nicht mehr dazu sagen, ist natürlich Werner Winkler. Einer von den Nicht-Prominenten, die antreten. Denn, ja, wir wollen den durchboxen, schon seit Wochen. Denn für Werner Winkler sprechen viele Argumente. Zum Beispiel Charisma. Nee, gut, das nicht. Aber Eloquenz. Auch nicht. Viele Argumente jedenfalls. Vor allem ist der Werner nicht so ein Angeber wie zum Beispiel Franz Spitzenberger. 2013 gibt es eine rot-grüne Regierung. Der Steinbrück wird Kanzler und kann demnach nicht den Finanzminister machen. Finanzminister, das ist was für mich, das möchte ich werden. Oder Lokführer oder Cowboy. Ich freue mich schon auf sein Wahlplakat, ne? Ich möchte irgendwas werden. Viel Glück, Franz. Meine Güte, ich habe vor ein paar Wochen in dieser Sendung an diesem Tisch gesagt, egal wer, Hauptsache nicht Trittin. Es kann doch bitte nicht sein, dass die ganzen Amateurkandidaten außer Werner durch die Bank handverlesene Spackos sind. Meine Mutter fragte mich letzthin, was wirst du tun, wenn du gewählt wirst? Ich sagte, Elfi, so nenne ich meine Mutter, ne? Ich werde Wahlkampf machen. Und wir werden mit der SPD die neue Regierung bilden. Ich werde nach Berlin gehen und ein hohes Amt übernehmen. Nein, wirst du nicht. Er wird die Elfi Außenministerin.
Hier sein Plakat. Ich wohne noch bei Elfi. Das glaube ich sofort. Sammer, Roger, wie stehst du eigentlich zu Tierversuchen? Wenn Sie den fragen, der den Tierversuch durchführt, sagt er immer, er ist notwendig. Fragen Sie die Tiere, werden Sie sagen, nein, das ist völlig unnötig. Gut, danke. Bitte, fragen Sie mal einen Affen, sind Tierversuche nötig? Dann sagt der Affe, ich kann nicht sprechen, du Schwachkopf, ich bin ein Affe. Und, das wissen Sie natürlich, das ist so gelernt durch RTL, wie bei jedem anständigen Casting, gibt es in diesen Sendungen auch immer den einen Kandidaten mit dem schweren Schicksal. Der, mit dem man Mitleid haben soll. Ich bin heute Abend hier. Ich bin ein Beauftragter. Ich wurde beauftragt von einer sehr wichtigen Person. Sie hat mich hier raufgeschickt. Sie hat gesagt, Papa, kannst du die Erde retten? Ich habe gesagt, naja, mein Kind, die Erde ist groß. Ich glaube nicht, dass ich die Erde retten kann. Ich würde gerne, aber ich meine nein. Wie jetzt? Wie jetzt? Der kann nicht mal ganz alleine die Erde retten? Die Pfeife wähle ich auf keinen Fall. Papa, wer sonst hilft die Bäume und die Tiere? Und vor allem, wer hilft die Sprache? Ganz einfach, meine Damen und Herren. Ja, kann ich Ihnen sagen, wer die Bäume und die Tiere hilft? Nämlich natürlich unser Heute-Show-Idol Werner, ich hab die Urwald schon im Sack, Winkler. Das behauptet zumindest sein größter Fan Lutz van der Horst. Hallo Olli. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan, denn heute werde ich ihn treffen. Werner Winkler! Werner Winkler! Was? Werner Winkler! Echt? Ja, okay. Der Echte! Der echte Lutz. Sie kennen mich schon? Ja, schon mal gesehen auf der Mattscheibe. Auf der Mattscheibe? Dieses coole Vokabular, das hat nur Werner Winkler. Hallo. Heute nicht so gut. Seit Renate Künast habe ich mich nicht mehr so zu einem Mann hingezogen gefühlt wie zu Ihnen, ehrlich. Klasse. Okay. Nicht stören jetzt. Renate ist ja wirklich geil drauf. Aber dass er jetzt so eine Art Obama-T-Shirt hat, ist auch großartig. Ja? Läuft da was zwischen Ihnen? Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Wäre Per Steinbrück ein geeigneter Vizekanzler unter Ihnen? Per Steinbrück, das ist eine gute... Ja doch, als Vizekanzler... Wir hatten ja keinen so guten Start. Ich würde sagen, wir fangen doch mal von vorne an. Ich bin Lutz van der Horst. Wer sind Sie? Ich bin Darth Vader. Hope. Jetzt habe ich gerade Dope gelesen. Ja. Ist das auch, wäre das auch ein Walzlung? Dope? Oder? Nee, Dope für mich gar nicht. Ach so. Ich bin wirklich völlig unbeleckt. Ja. Sie sind unbeleckt. Ich finde Werner Winkler super süß, weil... Er so wunderbare Locken hat. Das finde ich auch. Ne? Der hat so knuffig. Ja, da habe ich eben auch mal so kurz reingegriffen. Wie fühlt sich das an, dass Werner Winkler jetzt so schnell, ich formuliere es mal neutral, so schnell mit Ihnen auf Augenhöhe ist? Ich freue mich darüber, dass wir hier... Oh, da hinten Werner Winkler. Was halten Sie denn davon, böse Gerüchte zu schreiben? Böse Gerüchte über wen in manchem auch? Trittin zum Beispiel, ne? Zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Genau. In der Google-Suchleiste erscheint hinter Trittin als erstes Prostituierter. Nicht langweilig, das hat man schon. Also das war ja durch irgendwie. Ist das ein Vorschlag noch? Ein Vorschlag. FDP. Das ist zu hart, dann lieber Prostituierter. Ein Werner Winkler, es gibt nur ein. Gaudi Rot. Quatsch. Damit das auch alles gut aussieht, wir wollen ja, dass Sie gewinnen. Nee, so, alles klar. Und jetzt raus. Raus. Alles Gute. Attacke. For the times that you give. Spitzenkandidat ist sowas wie eine Mischung aus pfälzischer Weinprinzessin, Joachim Löw und Joachim Gauck. Boah, Olli, ey, mir fehlen zum ersten Mal die Worte, ey. Ich so kreisch und der Werner dann so smile und und damit zurück ins Studio. Werner. Lutz van der Horst hat's erwischt.
Ja, so weit, so heiter. Aber die Grünen haben aktuell noch ein ganz anderes Problem, und zwar die Suche nach einem neuen Atommüllendlager. Die kommt einfach nicht vom Fleck. Sie scheitert unter anderem an den Grünen. Kein Witz. Die wollen sich nicht mit dem Umweltminister an einen Tisch setzen, um über ein Endlagersuchgesetz, so heißt das, zu sprechen. Mit einer für Grüne, ja doch, überraschend bürokratischen, um nicht zu sagen spießigen Begründung. Wer glaubt, in einer solchen Runde ohne schriftliche Vorlage tatsächlich zu einem Ergebnis kommen zu können, der muss ziemlich naiv sein. Kinder, wir brauchen noch eine schriftliche Vorlage. Seit Jahrzehnten kloppen wir uns mit den Bullen wegen Gorleben, aber jetzt verlangen wir eine schriftliche Vorlage. Da lobe ich mir den Kretschmann. Der sagt völlig zu Recht, irgendwo muss das Zeugs einfach hin. Ich meine, so einfach ist die Welt. Ja, eben. Ja. Warum bremsen die Grünen in Sachen Endlagersuche? Das ist doch jetzt die Chance, endlich die Erkundung von Gorleben zu stoppen. Wir schalten jetzt mal live in den Schacht zu Tina Hausten. Tina, verstehen Sie das? Ja, natürlich, Oliver. Mal ganz ehrlich, wie viel Demütigung sollen die Grünen denn noch ertragen? Wer schaltet denn die AKWs ab? Die Merkel. Wer setzt auf Wind und Sonne? Die Merkel. Und jetzt nimmt sie den armen Schweinen auch noch Gorleben weg. Ja, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Außerdem brauchen die Grünen das Thema natürlich noch dringend für den Wahlkampf in Niedersachsen. Ganz genau, Oliver. Und deshalb haben sich hier zwei Grüne an die Wand gekettet. Es handelt sich um den Torben und den Ole, also den kompletten Ortsverband Salzwedel. Ja. Bei allem Verständnis, aber ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ach ja? Was sollen solche Leute denn ab jetzt den lieben langen Tag machen, ohne den Kampf gegen Gorleben? Arbeiten? Wo denn? In Salzwedel? Ja gut, das ist immer tragisch, wenn man seinen Markenkern an den Gegner verliert, klar. Aber hallo, Oliver. Spätestens seit Seehofer ist die Union ja sogar für freie Liebe. Ich sage Ihnen, wenn Peter Altmaier sich jetzt noch die Haare wachsen lässt und aufhört, sich zu waschen, dann können die Grünen ihren Laden ganz dicht machen. Ich bitte Sie, das sind doch uralte Klischees. Oliver, heutzutage ist es doch regelrecht uncool, grün zu sein. Diese beiden Jungs hier, die werden für ihr Engagement täglich auf den Schulhof gehänselt. Was? Wir gehen doch gar nicht mehr zur Schule. Gehänselt, Oliver, auf dem Schulhof. Sagen Sie mal, Tina, kann es sein, dass Sie die beiden da unten angekettet haben? Ich sag Ihnen jetzt mal was. Der Torben und der Ole, die werden hier nicht eher weggehen, bis Angela Merkel den Schacht Gorleben zum Endlager erklärt. Moment mal, Sie haben gesagt, eine Stunde, dann dürfen wir wieder nach Hause. Nicht eher werden Sie gehen. Tom, Ole, das Lied. Doch. Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser bricht den Stein. Wir wollen wie das Wasser sein. Torben und Ole, meine Damen und Herren, vielen Dank. Das muss aufhören. Ja, uncool grün zu sein, warum denn? So. Unsere Bundeskanzlerin war diese Woche, das haben Sie sicher verfolgt, auf Stippvisite, und zwar in dieser deutschen Kolonie, die wir uns neulich aus Versehen besoffen bei eBay gekauft haben. Na, Deutsch-Südwest, nein, Griechenland, richtig, Griechenland. Allerdings, eins muss man der Angela lassen, sie hat sich bei ihrem griechischen Statthalter Samaras nicht anmerken lassen, dass ihr der ganze Bums längst gehört. Das ist mein Büro, sagt Samaras, ein wenig verlegen. This is my office. Nice office. Ja. Nice office have you here. But nicht mehr long, das spare ich dir unterm Arsch weg, Freundchen. Ja. Anschließend hat ihm die Tante Angela aber noch eine Tafel Schogetten mit 30 Millionen Euro dran geschenkt und dann war sie auch schon wieder weg. Und der Besuch ist ja auch nicht sehr lange. Es sind 6 Stunden raus und rein. Ja. Ja, aber auch 6 Stunden raus und rein können einem verdammt lange vorkommen, wenn man so unfreundlich empfangen wird. Die übliche Scheiße. Ich glaube, in Griechenland wird inzwischen nichts mehr hergestellt, außer SS-Uniformen. Schlimm. Hier, ja, Bild-Zeitung.
Das hat Deutschland nicht verdient. Diese Griechen behandeln unsere Kanzlerin wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Pudel bei Wetten, dass. Ne? Apropos, woran ist der Hund jetzt eigentlich genau gestorben? Kopfverletzung oder Langeweile? Nur Spaß! Nur Spaß! Immer nur Spaß! Nein! Ist ja auch gar nicht das Thema. Ein schaler Scherz. Nein, unser Thema ist Griechenland. Und Griechenland ist nach wie vor schwer krank. Und das führt wiederum bei deutschen Journalisten zu Metapherndurchfall. Notfallpatient Europa. Der kranke Grieche. Europa muss an den Tropf. Da kommen diverse Infusionen rein, da kommen Vitaminspritzen rein. Die richtige Medizin. Der Patient sozusagen in die stabile Seitenlagen überführt worden. Clear! Clear! Autsch! Stellt dem Griechenland bloß nicht die Geräte ab! Die Organe kann man doch noch verkaufen. Aber damit der Zombie noch mal auf die Füße kommt, da müssen natürlich alle Griechen mithelfen. Da kannst du nicht ständig immer nur bei armen Rentnern und Arbeitslosen sparen. Das betrifft alle Berufsgruppen. Tatsächlich sind Reeder von Abgaben befreit. Das steht sogar in der griechischen Verfassung. People who have money, how can I? Menschen, die ihr Geld dem Staat geben? Would you? Würden Sie Ihr Geld etwa Al Capone geben? To Al Capone. Du bist Al Capone! Wieso zahlen Reeder in Griechenland keine Steuern? Weil die zu reich sind, oder was? Okay, vergessen wir die asozialen Reeder. Gibt ja sicher noch anständige Berufe wie, was weiß ich, Handwerker oder Fischer. Die Deutschen arbeiten für den Staat. Wir achten nicht auf den Staat. Wir sind da ganz anders. Wir sehen zu, wie wir ein schönes Leben haben. Der Staat, der ist uns echt egal. Oh. Hoffnungslos. Armes Griechenland. Übrigens, ist Ihnen das auch aufgefallen? Irgendwas war anders bei diesem Staatsbesuch. Die Merkel war, ich weiß auch nicht, die war so nett und verständnisvoll. Wir schalten mal live zu Dennis Knossalla nach Athen. Dennis, haben Sie das auch so gesehen? Oh ja. Und dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Aha, und wollen Sie es mir eventuell sogar erzählen? Die Frau, die hier auf Staatsbesuch war, das war nicht Angela Merkel. Nein, nicht schon wieder eine von Ihren blöden Verschwörungstheorien. Oh doch, das kann gar nicht Angela Merkel gewesen sein. Hören Sie mal hier. Wir sind Partner und wir sind Freunde. Partner und Freunde? Hallo? Das sind Griechen! Die echte Angela Merkel bedient doch seit Jahren die deutschen Stammtische. Die Griechen zahlen seit Odysseus keine Steuern mehr. Die gehen mit 29 in Rente. Und jetzt sagt sie auf einmal sowas wie, ich weiß das. Die Periode, die Griechenland durchlebt, gerade für die Menschen in Griechenland, eine ausgesprochen schwierige Phase ist, dass viele Menschen leiden. Da kommt die Kanzlerin, ja, ich bin fast geneigt zu sagen, beinahe menschlich rüber. Deswegen sage ich, das war nicht Angela Merkel. Oh, sondern? Drei Theorien. Erstens, die echte Kanzlerin wird bei Wasser und Gyros in einer Höhle auf Lesbos festgehalten. Man hat sie durch einen wahnsinnigen griechischen Wissenschaftler geklonten, genetisch identischen bösen Zwilling ausgetauscht. Halte ich für relativ unwahrscheinlich. Kein Problem. Theorie 2. Es ist noch die Kanzlerin, aber sie ist nicht mehr sie selber. Aufgrund hormoneller Umstellungen kommt das bei Frauen schon mal vor, dass sie ihren Typ radikal verändern, so wie bei Madonna. Die hat sich in den letzten Jahren mehrfach völlig neu erfunden. Ja. Und die Kanzlerin doch genauso. Hier, Angela Merkel 2002, 2008 und heute. Na? Überzeugt? Hormonelle Umstellung? Hormone? Dennis, die Wahrheit ist wie immer viel langweiliger. Frau Merkel weiß ganz genau, dass in ein paar Monaten ein echter Schuldenschnitt für Griechenland kommen muss, bei dem deutsches Steuergeld durch den Schornstein geht zum ersten Mal. Und darauf stimmt sie uns jetzt mit geheucheltem Mitgefühl ein. Da gehen die Griechen genauso am Arsch vorbei wie eh und je. Da hat aber einer den Spiegel gelesen. Doch jetzt zu den Fakten. Außerirdische haben ihre Eier in Merkels Gehirn gelegt und von ihrem Körperbesitz ergriffen. Dann ist das selbst für Ihre Verhältnisse unfassbarer Schwachsinn. Na ja, dann erklären Sie mir doch mal das hier. Tja,
Was soll ich sagen? Im Alter wird die Merkel Margaret Thatcher immer ähnlicher. Dennis Knossaller, meine Damen und Herren. Vielen Dank nach Athen. So, auf vielfachen Wunsch eine weitere Folge unserer zu Recht unbeliebten Serie. Ältere Herren erzählen ungefragt aus ihrem Sexualleben. Ich bin jetzt über 70 und da geht eben noch sehr viel. Was für ein Angeber. Das war die Heute-Show. Jetzt kommt Aspekte. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, schönen Abend noch.